Günter Grauer, ich habe mich einen Moment lang gefragt, warum gerade ich? Da habe ich überlegt, naja, ich habe sie das mitgekriegt, bin der Sohn eines bayerischen Metzgermeisters und da habt ihr wahrscheinlich gedacht, beim Wirtshaus im Schlachthof als Veranstaltungssaal, da kennt ihr sie wenigstens schon mal aus im Saal. Das ist ja schon ein bisschen was. Nein, aber wahrscheinlich habt ihr ganz einfach den heute zu Ehrenden genauer angeschaut und festgestellt, dass der Josef Vilsmaier 1939 hier in München geboren, einfach ein Stück München verkörpert und zu München deswegen gehört, wie der Viktualienmarkt, wie die Wiesen oder die Münchner Weißen. Auf der ganzen Welt haben sich ja bis heute von Josef Vilsmaiers Filmen inspirieren und unerhörterweise auch unterhalten lassen. Und das, meine Damen und Herren, glaube ich, ist einmal ein Applaus wert. Ja, ein Gesamtwerk, das man an einem Abend wie heute nur schlaglichtartig beleuchten kann. Herbstmilch von 1989 fällt einem da natürlich ganz zwangsläufig ein. Die Verfilmung der Lebenserinnerung von Anna Wimschneider, ein Liebesfilm, der aber auch die Idylle meidet. Mit knapp 50 Jahren das späte Debüt, der Durchbruch als Regisseur. Unvergleichlich und unvergessen Dana Wawrowra und Werner Stocker. Ja, oder Stalingrad, 1993, hierzulande umstritten, international erfolgreich und gefeiert. Bis hin zu einem Glückwunschschreiben und einer hymnischen Rezension in der Los Angeles Times. Beides, meine Damen und Herren, von niemandem geringeren als Steven Spielberg. Schlaf ist Bruder, ein Solitär. Die Verfilmung von Robert Schneiders eigentlich unverfilmbaren Roman, ein Melodram, auf das, wie damals geschrieben wurde, Werner Herzog neidisch sein muss. Vilsmaier ließ dafür im Vorarlberger Hochtal einen ganzen Weiler originalgetreu nachbauen. Und originalgetreu meint in diesem Fall auch wirklich originalgetreu. Originalbalken, Hütten, die im Stil der Zeit ohne Nägel errichtet wurden, und auch dieser Wille zur Wahrhaftigkeit erzählt viel über den Regisseur und Menschen Vilsmaier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was vielleicht nicht alle wissen, aber was man wissen sollte, um Josef Vilsmaier in seiner Gesamtheit zu verstehen. Die Welt des Films hat mit ihm einen großartigen Regisseur gewonnen. Der Welt der Musik dagegen ist er, zumindest als Berufsmusiker, verloren gegangen. Josef Vilsmaier hat in jungen Jahren 9 Jahre lang am Münchner Konservatorium Musik studiert mit Schwerpunkt Klavier. Anschließend war er Mitglied in einer Jazzband und stand damals an der Schwelle, Berufsmusiker zu werden. Und wie so viele bedeutende Regisseure hat also auch Josef Vilsmaier ein ausgeprägtes musikalisches Gen. Man denke nur an Woody Allen oder Clint Eastwood. Gerade der Jazz scheint ihm mit seiner Kombination aus Disziplin und Improvisation eine glänzende Schule fürs Filmemachen zu sein. Und dann ist mir einmal etwas passiert, nämlich dass ich an einem wunderschönen Abend, wo der Virtuose André Hartmann da war, mir eine lustige Stunde verbracht haben und dann habe ich das auch schon mal erzählt und habe gesagt, Mensch, ich habe das gelesen über dich, Josef, dass du damals echt vor der Entscheidung standst, geh jetzt zum Film. Oder bleibe in der Musik, was mache ich jetzt eigentlich? Und du hast dich dann für den Film entschieden. Aber als ich das gesagt habe und ich ihn dann aufgefordert habe, du, setz dich doch mal ins Klavier und spiel uns auch was auf. Dann hat er sich hingesetzt und gemeinsam mit dem André Hartmann in die Tasten gegriffen. 4 Hände zu zweit. Es war unvergesslich, es war wunderbar. Und ich darf Ihnen heute ankündigen, dass die beiden das dann gleich im Anschluss nach der Preisverleihung wiederholen werden. Dann können Sie mal sehen, was für ein hervorragender Musiker.
Lieber Josef, du hast das vielleicht gemerkt, ich bin ein totaler Fan deiner Filme. Die haben mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ein jeder Einzelne hat mich begeistert. Ich freue mich und fühle mich ein bisschen stolz, dass ich derjenige sein darf, der dir heute im Namen der bayerischen Landeshauptstadt, aber vor allem auch ganz persönlich, sehr herzlich gratulieren darf zur Verleihung des Sigi Sommertales. Vielen herzlichen Dank an den Bürgermeister Josef Schmidt.